Er wirkt entspannt, ist ziemlich gut drauf und sieht auch so aus. Kurz, Robbie ist wieder so, wie ihn seine Fans lieben. Mit Take That Kumpel Howard Donald treffen wir ihn in London auf dem Sofa zum Interview und erfahren als erstes mal, was bei Robbie so unterhalb der Gürtellinie los ist. Dabei hatten wir nur nach dem Cover des Albums Progress gefragt, das am 19. November herauskommt. Was haben wir da nochmal getragen? Wir haben beim Shooting diese knielangen, fleischfarbenen Unterhosen angehabt. Die anderen, nicht ich, denn ich habe ein Riesengerät und keine Angst, ihn zu zeigen. Jason ist sogar zu ihm hochgesprungen und hat mit ihm gesungen. Ja, Robbie Williams geht's wieder gut. Nach Jahren voller Depression, Alkohol und Drogeneskapaden. Und sie hat ihm dabei geholfen. Ada Field, seit August Robbys Ehefrau. Wenn's nach ihr ginge, wären wir schon bald zu dritt, stöhnt Robbie. Sie würde lieber heute als morgen ein Kind bekommen. Ich zögere das so lange ich kann hinaus. Sie sagt, sie ist wie eine tickende Zeitbombe, glaubt ihre biologische Uhr ticken zu hören. Erstmal geht's auf große Reunion-Tour mit Take That. Seinen großen Traum von früher hat sich Robbie zwar längst erfüllt. Meine Motivation bei Take That war, einmal einen weißen Porsche zu haben. So einen mit einem Spoiler hinten dran. Trotzdem wird jeder der fünf mit der Tour umgerechnet angeblich bis zu 18 Millionen Euro verdienen. Das Gute ist, dass wir heute singen können, auf was wir Lust haben. Wir versuchen, gute Musik, einen guten Job zu machen. Und keiner schreibt mir vor, wie lange ich weggehen darf. In Großbritannien waren alle Konzerte binnen einer Stunde ausverkauft. In Deutschland beginnt morgen der Vorverkauf für die Konzerte in München, Hamburg und Düsseldorf. Kaum vorstellbar also, dass die Tour ein Flop wird. Aber selbst wenn, Robbie hat einen Notfallplan. Mit meinem großen Ding kann ich auch Marionettentheater spielen. Okay, so weit sollte man es vielleicht dann auch nicht kommen lassen.